Und jetzt ist es soweit. Wir freuen uns auf die Finalistinnen der ersten Runde Altersgruppe 1. Ich bitte auf die Bühne aus Sachsen vom Weißeritz-Gymnasium Freital Sarah Lange, 14 Jahre alt. Aus Berlin vom Beethoven-Gymnasium Helen Schröder, 15 Jahre alt. Aus Bayern vom Gymnasium Leopoldinum in Passau Emerenz Fuchs, 14. Und aus Brandenburg vom neuen Gymnasium Glienicke Nikita Peck, 15 Jahre alt. Willkommen euch Vieren hier oben. Dankeschön. Das ist euer Bereich, in dem ihr gleich debattiert. Ich habe gedacht, ich stelle euch eine Frage zum Warmwerden. Die hat nichts mit der Debatte zu tun, die wird auch nicht bewertet. Das ist auch für alle vier dieselbe Frage, damit da Gleichstand ist für euch alle. Gestern bei der Qualifizierungsrunde wurde ein bisschen auch geredet darüber, wo die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gerne mal debattieren würden. Und eine tolle Antwort war am Strand. Das hat mich sehr beeindruckt. Deswegen dachte ich, frage ich euch mal, wo würdet ihr denn gern mal debattieren? Emerenz, vielleicht fange ich bei dir an. Was wäre so dein Lieblingsort für eine Debatte? Also am Anfang hätte ich angegeben, der Bundestag. Das hätte ich sehr interessant gefunden, würde ich auch immer noch sehr interessant finden. Aber jetzt mittlerweile bin ich der Meinung, dass für eine gute Debatte auch ein entspanntes Umfeld sehr wichtig ist. Deswegen würde ich mich dieser Antwort am Strand mit einem netten Getränk in der Hand doch anschließen. Helen, dein Lieblingsort für eine Debatte? Ja, ich muss sagen, ich schließe mich Emmy da auch definitiv an. Ich denke auch, entspannte Orte sind immer deutlich besser für eine Debatte, vor allem auch mit einem Publikum, das daran sehr interessiert ist. Ich hatte bei dem Fragebogen angegeben, dass ich einen interessanten Debattenort finden würde, in einem kleinen, entspannten Café zu debattieren, mit einem kleinen Publikum, das sich aber trotzdem mit dem Thema etwas auskennt und vor allem daran interessiert ist. Gehen wir rüber. Nikita, deine Idee, ein idealer Ort für eine Debatte aus deiner Sicht? Also ich hatte auf dem Fragebogen tatsächlich aufgeschrieben, dass ich es auf einem Floß bei strahlendem Sonnenschein mal ganz interessant fände. Aus dem gleichen Grund auch einfach eine entspannende Atmosphäre. Und ich finde, auf dem Wasser ist es immer besonders schön. Ich mag das auch sehr gerne und bei Sonnenschein fühlt man sich doch gleich noch viel besser. Sarah, dein Ort für eine Debatte? Also ich hatte tatsächlich angegeben, ich würde gerne im Westminster Palace in London mal debattieren. Ich war da mal und mich hat dieses Ambiente sehr beeindruckt und dort zu sitzen und über irgendein Thema zu reden, also das fände ich sehr cool. Absolut konsequente Ortswahl in allen vier Fällen. Und damit sind wir soweit. Wir starten in eure Finaldebatte. Wir drücken die Daumen für eine gute, für eine spannende Debatte. Hier ist das Bundesfinale Jugend debattiert 2017 der Altersgruppe 1. Das Thema: soll für Minderjährige der Besuch von Lasertag-Arenen verboten werden? Bitte schön. Wenn wir Jugendlichen unsere Freizeit verbringen, dann bieten sich uns in letzter Zeit immer mehr Möglichkeiten. So beispielsweise vor kurzem durch Lasertag-Arenen, die einen großen Trend ausgelöst haben, sogar in Form von Schulausflügen oder Kindergeburtstagen. Beim Lasertag wird die Möglichkeit geboten, Kampfspiele aus der virtuellen Welt, wie sie beispielsweise bei Computerspielen gegeben sind, in der realen Umgebung zu spielen. Denn Ziel beim Lasertag ist es, seine Mit- bzw. Gegenspieler mit schusswaffenähnlichen Laserwaffen, in der Fachsprache Phaser genannt, abzuschießen bzw. in der Fachsprache wiederum zu markieren. Jedoch entstanden gerade um dieses Thema Lasertag, das eine akute Aktualität hervorgerufen hat, viele Diskussionen, weil sich Eltern und Kritiker Sorgen um eine vorliegende Beeinträchtigung der Jugendlichen machten. Diese Sorgen sind meiner Meinung nach durchaus berechtigt, denn durch diesen Aspekt des Schießens, ein Gewaltaspekt, der aber im Spiel vermittelt wird, ist meiner Meinung nach eine Verharmlosung eines Gewaltaspekts der Fall, also eine Bagatellisierung. Und aus diesem Grund stellen wir uns heute die Frage, ob für Minderjährige der Besuch von Lasertag-Arenen verboten werden soll. Verboten heißt hierbei, dass im Jugendschutzgesetz verankert werden muss, dass für jede Person, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, jeglicher Besuch, das heißt auch in Begleitung eines Erziehungsberechtigten, ab dem Jahr 2019 verboten sein soll. Fakt ist, dass bei gewalthaltigen Computerspielen eine Beeinträchtigung vorliegt der Jugendlichen. Beim Lasertag jedoch schießt man auf reale Menschen und es wird trotzdem noch als Spiel deklariert.
Und genau aus diesem Grund sehe ich nicht nur eine vorher genannte Bagatellisierung eines Gewaltaspekts hier, nein, durch das bedenkenlose Spielen von Jugendlichen, die sich keine Gedanken darüber machen, was sie denn hier machen, denn es macht ja Spaß, dadurch sehe ich eine Desensibilisierung der Gewalt. Und das sehe ich sehr gefährlich an, weil wir Jugendlichen in unserer Entwicklung, vor allem in unserer moralischen Entwicklung, noch nicht gefestigt sind und weil es Ziel im Umgang mit Gewalt sein sollte, gerade an die Jugend zu vermitteln, dass wir eben nicht auf Menschen schießen, weder im Ernst noch im Spiel. Deshalb spreche ich mich ganz klar dafür aus, dass für Minderjährige ein Besuchsverbot erhoben wird. Wir alle kennen sie noch aus unserer Kindheit. Spiele wie Jugend, wie Räuber und Gendarm und Co. Ich bin mir sicher, wir hatten alle sehr viel Spaß dabei. Ähnlich wie bei Wasserschlachten werden dabei oft Wasserpistolen verwendet, um die Gegner zu treffen. Ihr seid jetzt der Meinung, dass vor allem bei Lasertag eine besondere Gewaltanregung auch da ist. Aber das sehe ich, um ehrlich zu sein, ganz anders. Ich meine, wir alle kennen doch Spielzeugpistolen und das ist auch Teil unseres täglichen Lebens, vor allem bei Jugendlichen. Aber auf den Aspekt, dass diese gewaltanregend sind, darüber wird auch viel diskutiert. Und auch Pädagogen streiten sich noch immer darüber, aber ein Beweis dafür, dass sie letztendlich gewaltanregend sind, dass es ein Umdenken bei den Jugendlichen bewirkt, den gibt es nicht. Den gibt es weder bei Computerspielen und den gibt es auch nicht bei Lasertag. Zumal es Lasertag, wie du eben schon bereits erwähnt hattest, auch noch nicht so lange gibt und wir einfach die Erfahrung noch gar nicht haben. Ich muss auch sagen, ich habe selber schon mal Lasertag gespielt und es hat mir tatsächlich sehr viel Spaß gemacht, vor allem auch, weil man gut im Team agieren konnte. Und ich muss sagen, bei mir hat das nichts bewirkt, dass ich gleich mit Gewalt anders umgegangen bin oder dass ich mich besonders gewaltangeregt gefühlt habe. Ich denke vor allem, dass das Verbot hier eine falsche Lösung ist zum Problem. Wir wollen, wie ihr auch schon sagtet, die Jugendlichen schützen. Aber können wir das nicht viel eher mit Prävention, indem wir ihnen erklären und erläutern, was ist der Unterschied zwischen realer Gewalt und was ist ein Spiel? Und genau das, diese Möglichkeiten gibt es auch schon von der FH Frankfurt, bei denen Pädagogen sich wirklich mit den Schülern auseinandersetzen und ihnen auch das Spiel reflektieren und es eben nicht nur darum geht, darüber zu sprechen, sondern auch wirklich einen klaren Unterschied hier zu ziehen. Ich denke auch, dass ein Verbot ein völlig falsches Signal gibt. Ihr sagt doch mit einem Verbot, ja, Lasertag-Arenen sind für Jugendliche sehr interessant und ihr seid der Meinung, okay, es gibt auf jeden Fall Gewaltanregungen, also würden sie es doch besonders machen. Der Reiz des Verbotenen, finde ich, ist hier wieder sehr stark, aber ich denke, dass es den Jugendlichen eben gezeigt werden muss, wo der Unterschied besteht und dass man ihnen auch klar machen kann, gut damit umzugehen. Und deswegen spreche ich mich gegen ein Verbot von Lasertag-Arenen für Minderjährige aus. Fast monatlich eröffnet momentan in Deutschland eine neue Lasertag-Arena. Fast monatlich unterstützen wir also, dass Jugendliche durch dunkle, vernebelte Arenen mit Waffennachstellungen rennen zum Teil und sich gegenseitig abschießen, Krieg spielen. Lasertag war ursprünglich ein Trainingsprogramm des US-Militärs. Und wir unterstützen ja quasi sogar, dass Lasertag von Jugendlichen aktiv gespielt wird. Denn natürlich, es gibt vielleicht einen kleinen Adrenalinrausch, es macht vielleicht vielen Spaß, doch wir müssen uns hier, denke ich, sehr auf den Jugendschutz beziehen. Wir müssen den Jugendschutz bedenken. Wir müssen bedenken, was es für Auswirkungen hat, wenn wir Jugendlichen doch im Prinzip damit zeigen, Krieg könnte theoretisch doch eine lustige Sache sein, denn so ist es nicht. Nikita, du sprachst eben an, dass es keine Beweise dafür gäbe, dass gewisse Computerspiele oder auch so etwas wie Lasertag jugendgefährdend sei. Jedoch gab es ein Gerichtsverfahren in Würzburg im letzten Jahr, bei dem ein psychologisches Gutachten erstellt wurde, welches besagt hat, dass Lasertag jugendgefährdend ist. Des Weiteren hat sich auf der Kontraseite eben die Frage gestellt, ob denn nicht auch Räuber und Gendarmen leichte Kinderspiele, die Spaß machen oder auch das Spielen mit Wasserpistolen, nicht eigentlich ein ganz normaler Zeitvertreib ist, der doch in unserer Maßnahme doch auch als jugendgefährdend dargestellt wird. Und hier kann ich nicht zustimmen, denn das Ganze findet in einem anderen Umfeld statt. Das findet häufig in einem Umfeld der Eltern statt, die einen darüber aufklären, was bedeutet es, wirklich sich einen richtigen, realen Krieg anzugucken und was bedeutet es, mit Wasserpistolen aufeinander zu schießen oder hinterher zu rennen und sich beim Fangspielen anzutippen. Und da ich denke, dass Lasertag wirklich eine
sehr explizite Darstellung von Gewalt und von Krieg ist, spreche ich mich am Anfang dieser Debatte ganz klar dafür aus, dass für Minderjährige der Besuch von Lasertag-Arenen verboten wird. Euer größter Punkt für das Verbot von Lasertag-Arenen für Minderjährige ist der Jugendschutz. Ich sehe aber nicht ganz gegeben, wie ihr mit eurer Maßnahme wirklich erreichen wollt, dass Jugendliche besser geschützt werden. Nur weil ihr ihnen den Zutritt zu Lasertag-Arenen verbietet, heißt das doch noch lange nicht, dass sie sich nicht einfach zu Hause hinsetzen und vorm Computer ihre Ego-Shooter spielen. Ich denke, an der Stelle ist Lasertag sogar sinnvoller. Beim Lasertag kommt der Bewegungs- und der Spaßfaktor dazu. Du bist in einem Umfeld, meistens zusammen mit Freunden oder zumindest mit Menschen, die du kennst. In einer Zeit, in der unsere Welt immer digitaler wird und über soziale Netzwerke abläuft, ist es doch sogar noch mal ein Punkt, wo man sich bewegt und gleichzeitig mit echten Menschen kommuniziert und zusammenarbeitet. Lasertag fördert an der Stelle sehr stark das Fairplay der einzelnen Kinder und fördert auch das vorausschauende und strategische Denken. Wir fragen uns, wieso wollt ihr denn das Lasertag verbieten? Wer sagt denn, dass die Minderjährigen, die irgendwann 18 werden, ab diesem Tag plötzlich verantwortungsvoller mit diesem Spiel umgehen können? Wollen wir nicht lieber auf Prävention setzen, statt auf ein Verbot? Ein Verbot bedeutet immer, dass man jemanden von etwas fernhält. Das heißt aber gleichzeitig auch, dass er gar keine Chance hat, damit in Kontakt zu kommen und darin Erfahrung zu sammeln. Sollten wir nicht lieber darauf setzen, beispielsweise solche Ansätze wie das Video, das in Frankfurt entwickelt wurde, weiter auszubauen und Jugendliche darüber aufzuklären, was Krieg und gewaltverherrlichende Spiele verursachen können, anstatt ihnen den Zutritt ganz zu verbieten? Und Helen, du hast gerade gesagt, bei Räuber und Gendarm ist es etwas anderes, denn es findet im Umkreis der Eltern statt. Jeder Minderjährige ist doch auch noch im Umkreis der Eltern. Und wenn man erzählt, ich gehe in die Lasertag-Arena, dann haben Eltern dort genauso die Chance zu sagen, okay, aber Achtung, Krieg spielen heißt nicht, dass du im echten Leben auch auf Menschen schießen sollst. Ich denke, wir sollten auf Prävention statt auf ein Verbot setzen und spreche mich deswegen heute gegen ein Verbot von Lasertag-Arenen für Minderjährige aus. Sarah, du sprichst also an, dass du es als Problem in unserer Maßnahme siehst, dass wir das Alter auf ab 18 gesetzt haben. Du sagst dabei, dass nicht jeder Jugendliche auch gleich ist. Hierbei stimme ich dir zu. Allerdings muss man sagen, wie viele Grenzen gibt es denn ab 18? Man sehe das Wahlrecht an. Und wir wollen mit dieser Maßnahme ab 18 eben erreichen, dass für die, die sich zwar schon weiterentwickelt sind, für die bleibt zwar das Verbot bestehen, aber die anderen, die eben noch nicht so weit entwickelt sind, die eben nicht einschätzen können, was sie denn da machen, dass für die ein Verbot ein großer Schutz wäre. Und ich finde, da bringst du ein sehr gutes Beispiel. Ja, wir dürfen in Deutschland erst ab 18 wählen, aber es ist uns nicht verboten, uns bereits vorher mit Politik zu beschäftigen und Erfahrungen darin zu sammeln. Mit eurem Verbot von den Lasertag für Jugendliche würdet ihr ihnen aber genau diese Möglichkeit nehmen, nämlich zu sagen, diese neue Technik, ihr habt es selbst erwähnt, fast monatlich eine neue Arena, es ist nun mal da und ihr wollt aber verbieten, dass Jugendliche den Umgang damit von Anfang an erlernen. Wir wollen nicht verbieten, dass Jugendliche den Umgang mit Themen wie Krieg, wie Gewalt nicht erlernen. Wir wollen verbieten, dass Jugendliche, die vielleicht nicht richtig aufgeklärt sind, denn es ist nun mal ein Fakt, in nahezu keiner Lasertag-Arena wird am Anfang darüber aufgeklärt, was denn wirklich der Unterschied zwischen dieser Darstellung von Krieg und tatsächlichem Krieg ist. Das heißt, wir wollen dafür sorgen, dass Jugendliche, die nun mal noch in ihrer Entwicklungsphase sind, sich nicht ein falsches Meinungsbild tatsächlich zu Krieg bilden. Helen, ich spreche dir da auf jeden Fall Zuspruch zu. Du bist der Meinung, dass wir aufklären müssen, wo ist Krieg und wo ist hier Spiel. Und ich denke, dass das eben das Problem ist, was ihr mit eurer Maßnahme nicht umgehen könnt. Denn wir wollen ja eben den Jugendlichen eher, wie schon bereits von Sarah erklärt, eine Aufklärung dazu geben und ihnen eben zeigen, nein, das ist Spiel und das ist Krieg, damit sie eben damit umgehen können, damit sie sicher sein können, nein, das ist jetzt hier kein Krieg, das ist auch keine reelle Gewalt, sondern das ist ein Spiel. Was du also hier ansprichst, ist Aufklärung. Aufklärung ist wichtig. Aber wenn wir diese Aufklärung mit diesem Spielen von Lasertag, wo ein Gewaltaspekt durch diesen Schießungsaspekt vorliegt,
dann heben wir den Aspekt der Aufklärung und Prävention doch auf. Und was auch du angesprochen hast, Sarah, ist, dass keine Beschäftigung ansonsten möglich wäre mit diesem Gewaltaspekt. Das sehe ich aber allerdings überhaupt nicht so, denn wir haben doch viel Gewalt in unserer Jugendlichen, viele Gewaltaspekte. Das sehen wir, wie ihr vorher auch schon genannt habt, bei Computerspielen. Und worauf ich zurückkommen möchte, diese Desensibilisierung, die ich in meiner Eröffnungsrede schon angesprochen habe, die liegt gerade daran, dass wir Jugendlichen einfach noch nicht ausgereift sind in unserer Entwicklung, in unserem Einordnungsvermögen. Und wenn man nun mal 18 ist, man hat oft schon seinen Schulabschluss, man hat Reife, man hat Erfahrungen, dann denke ich, ist so eine Sensibilisierung mit dem Thema Gewalt viel einfacher möglich. Genau, ich finde, du sprichst genau das an, was mir wichtig ist. Euer Problem ist eine Desensibilisierung der Jugend, also quasi unsere Desensibilisierung. Aber ich frage mich, löst denn das Verbot wirklich dieses Problem? Denn am Ende verbietet ihr Lasertag, aber ihr verbietet keine gewaltverherrlichten Ego-Shooter, beispielsweise GTA 5, wo man genauso auf Menschen schießt, wo man sogar noch sehr realistisch dargestellt bekommt, wie Menschen sterben, wie Waffen Wunden in andere Körper schlagen. Ich denke, Lasertag ist doch da eine fast noch harmlosere Variante. Du schießt mit einem Laserstrahl auf Mitspieler, aber am Ende passiert demjenigen nichts. Und ich bin immer noch der Meinung, wenn man vernünftig darüber aufklärt, und ich denke, an der Stelle können wir uns einigen, dass Aufklärung sehr wichtig ist, wenn man vernünftig aufklärt, dann stellt es auch im Nachhinein kein Problem für die Jugendlichen dar. Sarah, du sprachst gerade noch einmal an, dass wir ja schon sehr viel Gewalt in unserer Gesellschaft haben und dass du der Meinung bist, dass wir viele Aspekte auch haben, wie zum Beispiel gewaltverherrlichende Computerspiele, aber auch Filme, denke ich, kann man dazu zählen. Und da haben wir doch eine festgelegte Regelung. Da haben wir die Regelung zu sagen, sobald etwas klar gewaltverherrlichend ist, beziehungsweise klare, explizite Gewaltdarstellungen enthält, hat es nun mal eine Beschränkung von einer FSK-Grenze oder eine USK-Grenze, die nun mal dann ab 18 festgelegt ist. Hier unterstütze ich Helen auch noch insofern, dass nicht nur das, was sie angesprochen hat gerade, sondern auch vor allem vorliegt, warum verbieten wir Lasertag in unserer Maßnahme und nicht beispielsweise ein gewaltbeinhaltendes Computerspiel. Weil bei Lasertag ist man wirklich dabei, man ist live dabei, man schießt selber. Man drückt nicht einen Knopf am Computer, sondern man drückt selber auf einen Knopf an einer Waffe. Und durch dieses wirklich live dabei sein, ist man emotional viel mehr involviert, wobei auch Ehrgeiz und Siegeswillen beispielsweise verstärkt werden, wenn man zum Beispiel mit Klassenkameraden spielt. Du bist jetzt hier eben nochmal darauf eingegangen, dass es eben ein viel realeres Umfeld ist, wenn wir eben in solcher Lasertag, in einer solchen Arena auch sind. Aber da frage ich mich trotzdem noch, was ist denn dann wieder der Unterschied zu einer Wasserschlacht zum Beispiel mit Wasserpistolen? Ich meine, das ist letztendlich dasselbe. Ja, klar ist das Umfeld ein anderes, aber ich denke, an sich von der Funktion des Spiels ist es dasselbe. Des Weiteren möchte ich nochmal darauf eingehen wegen der Altersbegrenzung. Komplexes Bedenken fängt bereits mit 12 Jahren an und ich denke, genau in diesem Abschnitt können wir eben den Jugendlichen noch vermitteln, wo eben der Unterschied ist zwischen realer Gewalt und einem Spiel und ihnen da eben noch aufklären, weil sie es dort noch viel eher lernen können und auch noch in ihrer Entwicklungsphase sind und es schon aufnehmen können. Nikita, du hast hier eben schon bereits 2 Punkte angesprochen. Ich würde gerne erst noch mal darauf eingehen, dass du sagtest, zum Beispiel eine Wasserschlacht wäre ja auch in gewisser Weise ein Abschießen mit waffenähnlichen Nachbildungen. Hier gibt es jedoch einen ganz klaren Unterschied. Lasertag findet nahezu immer in abgedunkelten Arenen mit grellem Licht, mit vielen schnellen Impulsen auf die Jugendliche statt, zum Teil mit vielen Nebelmaschinen und so weiter, was eine deutlich realistischere Kriegsdarstellung bietet, als zusammen im Sommer durch den Garten zu rennen und sich mit Wasser zu bespritzen. Zumal man dabei auch nicht dieses sogenannte Deaktivieren hat, was man beim Lasertag-Spielen häufig hat, was quasi einen Tod darstellt. Des Weiteren hast du gerade noch einmal angesprochen, dass das komplexe Denken bereits mit 12 Jahren beginnt. Und ich denke, das ist auch ein wichtiger Aspekt, weil ab dem Punkt müssen wir mit Aufklärung beginnen. Doch wie ich es bereits angesprochen habe, in diesen Lasertag-Arenen gibt es häufig keine Aufklärung. Das heißt, wenn wir in diesem Moment einen 12-Jährigen in eine Lasertag-Arena schicken, er dort nicht aufgeklärt wird, er einer solchen Situation ausgesetzt wird, dann kriegt er doch einen ganz falschen Denkimpuls. Helen, du bist jetzt darauf eingegangen, dass es momentan keine Aufklärung oder nur wenig Aufklärung in Lasertag-Arenen gibt. Ja, das ist möglich. Es gibt aber allerdings auch schon einige Lasertag-Arenen, die bewusst bei Gewalt
sehr stark gewalttätigen vielleicht Arenen gibt es bereits eine Altersbegrenzung bei 18 Jahren. Da gehen die Veranstalter auch oft darauf ein. Des Weiteren denke ich eben, das ist genau der Punkt. Wir sollten nämlich nicht an einem Verbot ansetzen, sondern wir sollten bei der Aufklärung ansetzen und eben das weiter ausbauen und den Menschen die Möglichkeit geben, es weiterhin zu spielen. Denn ich meine, es handelt sich immerhin um ein Verbot. Und ein Verbot ist, wie Sarah auch schon gesagt hat, ein extremer Einschnitt und begrenzt hier auch die Freiheit. Ihr habt jetzt schon des Öfteren angesprochen, dass ihr ein Verbot als die falsche Maßnahme ansieht, dass es ein starker Einschnitt ist. Doch genau diesen starken Einschnitt wollen wir doch erreichen mit unserer Maßnahme, weil wir eine Gefährdung unserer Jugend, also von uns in diesem sehen, und das stellt eine große Gefahr dar. Was auch Helen eben schon angesprochen hat, dass da wenig Qualifikation vorhanden ist. Du sagtest vorher, dass es zum Beispiel in Frankfurt anders aussieht. Hierbei stimme ich dir zu. Aber es sieht eben nur in Frankfurt anders aus. Es gibt zig Lasertag-Arenen in Deutschland. Und in den meisten ist es eben so, dass wenig Qualifikation der Angestellten dort ist. Also wenn da zum Beispiel ein 10-jähriger Lasertag spielt, aber durch diesen Nebel und was weiß ich, welche visuellen Effekte durcheinander kommt, beispielsweise auch eine Panikattacke erleidet, wie bekommt er denn dann Hilfe? Das wollen wir verhindern. Und was du auch gesagt hast, Nikita, komplexes Denken fängt mit 12 an. Das, hierbei unterstütze ich dich, aber es fängt eben erst an. Und was ich vorher auch schon gesagt habe, Entwicklung ist noch nicht vollendet. Ich habe nicht davon gesprochen, dass sie noch gar nicht erst angefangen hat. Ja, aber ich möchte noch einmal darauf zurückgreifen. Ich denke, wir sind uns einig darin, dass auf jeden Fall aufgeklärt werden muss. Ihr seid zwar der Meinung, dass ein Verbot da vielleicht einfach die bessere Lösung ist. Wir sagen, man sollte eben lieber auf Prävention setzen. Und ich möchte dich an der Stelle berichtigen. Uns geht es darum, dass dieses Video, das in Frankfurt bereits entwickelt wurde, das eben in verschiedensten Lasertag-Arenen schon vor dem Spiel gezeigt wird, dass das ausgebaut wird und vielleicht auch pädagogisch eben so untermauert, dass dort erklärt wird, dass es Kriegsspielen nicht auf die Realität zu übertragen ist. Ich denke, an dieser Stelle sollte man aber auch sich fragen, ob ihr mit eurer Maßnahme nicht am Ende die Erziehung der Eltern kritisiert. Denn wenn ihr sagt, dass der Staat vorschreiben muss, dass Jugendliche Lasertag-Arenen nicht besuchen dürfen, und ich möchte dabei betonen, dass schon jetzt ja in den verschiedensten Bundesländern Deutschlands die Regelung, ab wann man in die Lasertag-Arena darf, sehr unterschiedlich ist. Wenn ihr sagt, der Staat schreibt das vor, nehmt ihr da nicht am Ende den Eltern auch die Möglichkeit zu sagen, ja, ich denke, mein Kind ist jetzt reif genug, dass es das erträgt und dass es damit umgehen kann oder eben nicht? Hängt es nicht am Ende auch immer von der Person selbst ab? Ihr generalisiert ja hier uns alle, unsere Jugend, ich selbst kenne Menschen, habe Freunde, die Lasertag gespielt haben. Ich habe nicht das Gefühl, dass sie jetzt aggressiver sind oder auf einmal Lust haben, Menschen umzubringen. Sarah, du hast jetzt gerade angesprochen, dass deiner Meinung nach wir mit dieser Maßnahme in die Erziehung der Eltern eingreifen würden, sie kritisieren würden und der Meinung wären, Eltern wären nicht in der Lage, ihre Kinder selber einzuschätzen. Und wir haben nie gesagt, dass es nicht vielleicht auch Jugendliche gäbe, die sogar schon mit 16 Jahren in der Lage wären, das zu verarbeiten. Jedoch möchten wir mit unserem Umfeld nun mal die gesamte Jugend abgreifen. Und ich möchte noch einmal auf dieses psychologische Gutachten, das 2016 in Würzburg erstellt wurde, zurückgreifen, denn dieses Gutachten hat nun einmal festgestellt, dass Lasertag jugendgefährdend ist. Und wir dürfen keine jugendgefährdenden Veranstaltungen für Jugendliche erlauben. Ich möchte hier noch einmal als erstes auf die Erziehung eingehen, die du eben abgewegt hast in unserem Sinne. Ich denke aber, es geht hier auch nicht nur um Erziehung, sondern auch um Freiheit. Und jeder Jugendliche ist auch anders. Und sollten wir ihm wirklich die Freiheit nehmen und das dann generalisieren, ist das nicht unfair gegenüber anderen, die damit gut zurechtkommen? Sollten wir nicht lieber die Menschen und die Jugend vor allem darauf vorbereiten und eben diese Prävention leisten, aber halt auch abgrenzen zwischen unterschiedlichen Personen und eben ihnen auch die Freiheit lassen, weil sie nur dann lernen, damit umzugehen. Des Weiteren hast du jetzt hier eben nochmal das Gerichtsverfahren in Würzburg angesprochen. Es gibt aber auch Pädagogen, die sich klar für Lasertag aussprechen. Zum Beispiel eben auch aus Frankfurt die Diplompädagogin Christine Huth-Hildebrandt, die auch gesagt hat, es geht nur um ein sportliches Fairplay, in dem man Teamwork stärkt und auch ein schönes Spiel bringt, was aber eben nicht gewaltanregend ist. Du sprichst sehr oft das Beispiel Frankfurt an, Nikita. Wie vorher schon erwähnt, Frankfurt erscheint mir jedoch ein Einzelfall. Es ist sehr fortschrittlich und macht sich viele Gedanken über Jugendgefährdung und versucht dem entgegenzuwirken. Das ist sehr vorteilhaft. Aber wie vorher schon gesagt, es ist nun mal ein Einzelfall. Was ihr jetzt angesprochen habt, ist die Erziehungsfreiheit der Eltern. Ich stimme euch zu, das ist sehr wichtig. Jedoch muss man hierbei abwägen, ob Erziehungsfreiheit wichtiger ist oder die Schutzaufgabe des Staats.
Daran würde ich gerne noch einmal anknüpfen, denn ich denke, der Staat hat nun einmal die Aufgabe, nicht zuzulassen, dass unter 18-Jährige die Möglichkeit bekommen, bei einem US-Militärtraining teilzunehmen. Denn das ist Lasertag. In unserer heutigen Debatte, ob ein Verbot für Minderjährige für Lasertag-Arenen erhoben werden soll, war es, glaube ich, sehr wichtig, dass wir von der Pro-Seite das Gefühl hatten, dass wir diesen Gewaltaspekt, einen neuen Gewaltaspekt, der Jugendlichen die Möglichkeit gibt, ihn vollends im Spiel auszunutzen, eine große Gefährdung darstellt. Und ob wir denn einen solchen Gewaltaspekt, einen neuen Gewaltaspekt, der hinzukommt zu den anderen, die wir doch schon haben, die ihr auch schon angesprochen habt, über Filme oder Computerspielen, ob wir denn das verantworten können. Ihr habt oft angesprochen, dass ihr ein Verbot nicht als die richtige Maßnahme seht, sondern eher auf Prävention setzen wollt. Da wir jedoch der Meinung sind, dass Prävention zwar sehr wichtig ist, ein Verbot aber eher das erreicht, was unser Ziel ist, nämlich eine Jugendgefährdung einzuschränken und eben auch dieser Desensibilisierung von Jugendlichen entgegenzuwirken, weil wir Jugendlichen einfach noch in unserer Entwicklung sind und das deshalb noch nicht richtig einordnen können. Deshalb spreche ich mich auch am Ende dieser Debatte ganz klar dafür aus, dass ein Besuchsverbot für Minderjährige erhoben wird. Reale Gewalt oder doch eher ein Spiel? Sollten wir eher den Menschen die Freiheit geben oder doch vom Staat eingreifen lassen? Sollten wir lieber auf Prävention setzen oder auf ein striktes Verbot? Darum ging es vor allem in unserer Debatte. Und ich denke, wir sind uns hier auf jeden Fall einig geworden, dass wir die Jugend schützen müssen. Wir sind uns aber nicht darüber einig geworden, wie wir das am besten lösen. Wir sind immer noch der Meinung, dass Prävention hier definitiv der richtige Weg ist, weil wir eben einen besseren Umgang mit den Jugendlichen, mit solch einem Spiel, nenne ich es auch weiterhin, geben können und eine große Abgrenzung schaffen können zwischen realer Gewalt und eben einem Spiel und eben dort auch eingreifen können und wir eben nicht auf ein striktes Verbot setzen sollten, sondern natürlich ist Frankfurt erst ein Einzelfall, aber lieber das auszuweiten und dort weiter anzusetzen, denke ich, das wäre die bessere Maßnahme. Und deswegen spreche ich mich auch am Ende der Debatte immer noch gegen ein Verbot von Lasertag-Arenen für Minderjährige aus. Soll für Minderjährige der Besuch von Lasertag-Arenen verboten werden? Das war die Frage unserer Debatte. Und ich denke, der Kernpunkt der Debatte lag im Endeffekt darin, dass die Kontraseite der Überzeugung war, wir dürfen die Jugend nicht derartig einschränken, wir können der Jugend nicht vorwerfen, dass sie nicht in der Lage wären, sich so eine eigene Meinung zu bilden und vor allem könnten wir doch das Ganze eher mit Prävention verhindern. Wir von der Pro-Seite waren jedoch der Meinung, dass Prävention momentan einfach wirklich nur Einzelfälle betrifft. Dass wir mit dem Lasertag momentan eine Abstumpfung der Jugend haben, eine Abstumpfung gegenüber Gewalt und Krieg, dass sie eine falsche Darstellung von allem, von diesem Konzept bekommen und dass gerade durch dieses reale Umfeld beim Lasertag ein sehr realistisches Gefühl erweckt wird. Und deswegen sind wir der Meinung, dass die Sicherheit, die wir hier aussprechen wollen, deutlich wichtiger ist. Aus genau diesem Grund spreche ich mich weiterhin klar dafür aus, dass wir nicht 12-Jährigen erlauben, ein US-Militärstraining durchzuführen, sondern dass wir hier ein Verbot einführen. Schützt man unsere Jugend, wenn man sie zwanghaft davon fernhält, mit Kriegsspielen in Kontakt zu kommen? Ist es nicht viel wichtiger, mit etwas wie beispielsweise Lasertag, mit dem wir, also unsere Generation, sozusagen aufwächst, ist es da nicht viel wichtiger, mit dem in Kontakt zu kommen und dort alle Gefahren kennenzulernen? Ich glaube, wir waren uns einig darin, dass wir sagen, wir müssen die Jugend aufklären. Wir sind der Überzeugung, dass Aufklärung immer bedeutet Kontakt, Berührung und Mithilfe der Eltern. Ihr habt gesagt, wir drücken ein Verbot durch. Das bedeutet für mich aber immer noch, dass Jugendliche einfach nur davon abgehalten werden, damit in Berührung zu kommen. Was wiederum dazu führt, dass überhaupt keine Erfahrung darüber herrscht. Ich sehe es nicht gegeben, dass man ab 18 auf einmal verantwortungsbewusster damit umgehen kann als zuvor. Ich glaube, wir müssen an der Stelle auf Prävention setzen und sagen, Lasertag ist ein Kriegsspiel und wir müssen lernen, mit Krieg umzugehen. Aus diesem Grund spreche ich mich jetzt noch einmal klar gegen ein Verbot für Minderjährige in Lasertag-Arenen aus. Sehr gut, wir haben es geschafft. Ja. Soll ich euch die Hand geben? Ja. Sehr gut. Auch wenn wir uns schon umarmen sollten. Egal. Runter, oder? Oh ja. Runter gehen gleich. Okay.